Guten Morgen, wir sind jetzt gerade am Haastpass angelangt. Und zwar ist es in die Richtung, noch 82 Kilometer nach Wanaka. Und in die Richtung sind es noch 63 Kilometer bis Haast. Ja, und wir stehen jetzt hier, haben jetzt gerade einen kleinen Walk gemacht durch den Wald, der total mit Moos bewachsen ist. War einfach sensationell. Ja, wo ich beschlossen habe, dass ich im nächsten Leben Biologe werde in Neuseeland. Also es ist echt gigantisch schön hier. Und wir haben das richtig typische neuseeländische Wetter. Also es regnet und ist mal richtig angenehm. Den Geschmack jetzt auf der Zunge. Wir waren nämlich gerade eben bei einem kleinen Delikatessenladen, der direkt am Meer liegt. Die Empfehlung haben wir von einem anderen Kiwi-Camper-Paar bekommen, dass wir auf jeden Fall nach Haast abbiegen sollen. Hier gibt es die besten Whitebaits. Wir wussten erst gar nicht, was das ist, aber das ist ein winziger, kleiner, zarter Fisch, der nur ein Jahr lebt und der immer jedes Jahr zu einer gewissen Saison in den Fluss hier reinschwimmt, den fischen die raus und der wird in Ei angebraten und dann als kleines Patty auf das Toast gelegt. Och, und das war Delikatesse, ist so nicht ganz lecker. Billig, kostet das Toast mit dem Beleg $10. Genau. Aber das wollten wir einfach mal probieren und das war wirklich sehr köstlich. Ja, Salz, Pfeffer drauf, mit Zitrone abgeträufelt. Also es war richtig klasse. Also der Abstecher, falls ihr das hier lest, Whitebait, lohnt sich auf jeden Fall. Zwischen Licht zwischen Haast und Night Points. Genau. I know you've been down thinking about him again. I know that your heart's been broken. You should try and let it go and start being yourself. You should go away.